Und wie bei einem Udo-Jürgens-Konzert ist natürlich mit einer Zugabe nicht getan. Jetzt legen wir nochmal richtig los hier. IFBB Elite Pro Dominik Dörfel und vielleicht der nächste Elite Pro Karim Ali. Genau. Ja, was macht ihr hier? Wir haben viele Athleten dabei. Wir haben vier Stück. Fünf. Fünf Stück sogar. Stimmt, wir haben fünf Athleten dabei. Wo war der fünfte jetzt? Ja, das Ding ist, wir machen das zusammen seit kurzer Zeit. Das Ganze nennt sich Team Chabos. Also ein Name, der nicht, sage ich mal, sehr üblich ist, aber das soll auffallen. Das ist unser Wille, sage ich mal, und haben wir fünf Athleten dabei und machen das jetzt zusammen quasi. Also es war erst so, ich habe meine Athleten, Karim hatte seine, und jetzt ist das Ganze quasi zusammen fusioniert worden und jetzt sind wir da zusammen am Start. Genau. Genau. Ja. Ja. Warum habt ihr euch vorher die Athleten getauscht? Haben die auf einen von euch nicht gut gehört? Nee, das war nicht das Problem. Das Problem ist, also das ist kein Problem, sondern das ist so, dass Karim einer meiner besten Freunde ist und wir eine sehr ähnliche Handhabung haben. Genau. Letzte Zeit. Genau. Und wir haben auch die gleiche Handhabung, was das Thema Coaching angeht eigentlich, was die Athleten angeht. Wir wollen die gleiche Form am Ende auf der Bühne sehen. Also die Härte ist uns, sage ich mal, gleich wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, es funktioniert perfekt, wenn wir das zusammen machen und dann kann man sich besser absprechen. Die Athleten haben zwei Ansprechpartner und das ist halt für jeden Athleten auch ein Vorteil, weil er rund um die Uhr jederzeit jemand erreichbar ist. Aber ihr trainiert nicht zusammen, oder? Wir trainieren auch zusammen. Ja, in dem Fall ist ja dann mal besser keine Erreichbarkeit. Besser aber, jetzt nicht. Nein, aber wir haben neulich ein Video von dir gesehen zum Thema, weil du Härte angesprochen hast, Entwässern. Genau. Was sind so die verrücktesten Sachen, die ihr vom Entwässern gehört haben, die nicht funktionieren? Das hängt immer drauf an, wie der Form ist, also vom Zustand. Also viel versuchen am Schluss viel zu machen, weil die Form nicht passt, aber das haut immer nicht hin, weil die sind nicht hart. Und wenn man eigentlich in Form ist, dann macht man fast gar nichts mehr. Also etwas weniger reduzieren mit Wasser, immer nachdem, man kennt schon den Athlet davor, wie der Körper drauf reagiert, mit Aufladen, Wasser, Salz, Kohlenhydrate und wie man Langzeit zusammenarbeitet, weiß man auch, wie der Athlet darauf funktioniert und reagiert. Deswegen, es gibt so viele Athleten, die kommen am Schluss, die versuchen viel zu entwässern, aber das haut nicht hin, wenn der Form nicht fertig ist. Kann man nicht. Genau so ist es. Genau. Das ist auch unser Motto. Und die Form, die muss meiner Meinung nach eine Woche vom Wettkampf einfach schon sitzen. Dann entwässert man noch ein bisschen, aber halt keine Zauberei und dann passt es. Genau. Wenn man jetzt die Form hat, also wir haben ja viele von den Athleten gesehen, auch die jetzt in der Playlist hier seht, die sind ja schon gut in Form. Können die sich die Form noch bis morgen versauen? Wenn man richtig gut in Form ist, kann man die nicht mehr versauen. Das ist meine Meinung. Also außer man übertreibt mit Aufladen. Ja, genau. Aber da muss man halt schon wirklich viel essen. Also wenn die Form wirklich abgezogen ist bis aufs Blut, dann kann man da auch zwei, drei Burger essen. Sieht das, ob die Form voll ist oder braucht noch zum Aufladen. Genau. Wenn voll ist und nochmal Schuss drauf kommt, dann wird schon zulaufen. Wir veröffentlichen das ja in der Nacht noch vor dem Wettkampf. Kann man noch was rausholen, wenn man jetzt einen super Tipp hätte? Auf jeden Fall. Also mein Athlet zum Beispiel, der Fabi, der startet morgen im Classic, der ist jetzt gerade nochmal in der Sauna, macht da nochmal ein paar Tröpfchen Wasser raus und man kann schon ein bisschen tricksen. Sauna haben wir heute total oft gehört. Also ist das jetzt so der neue Methodik, beziehungsweise das, was man jetzt halt so dieses Jahr macht? Weil nee, meistens haben Probleme mit Gewicht. Du musst in 1-2 Kilo runterdrücken, die meistens gehen darum in Sauna, aber sonst... Genau. Nicht, also außer man hat etwas Wasser im Körper, kann man auch rausholen, aber die meisten, die heute zum Sauna gelaufen sind, haben Übergewicht. Die mussten 1-2 Kilo runterdrücken mit Sauna. Genau, und das ist eigentlich kein Problem, da kriegt man locker leicht 2 Kilo nochmal raus. Aber was wäre besser, also in die Sauna gehen und es rausschwitzen oder auf einen Ergometer und sich dick anziehen und es rausradeln? Die einfachere Variante ist Sauna, glaube ich, aber es hängt hier nach Zustand halt ab. Genau. Also mit Sauna kann man schon 2-3 Kilo runterdrücken, dick anziehen, ein paar hundert Gramm mehr nicht. Ja, genau. Und wenn man mehr macht, ist dann... Also zu viel ist auch natürlich auch nicht gut. Zu viel ist auch nicht gut, weil zum Beispiel der Fabi hat jetzt eine Woche keine Kohlenhydrate gegessen, komplette Woche. Hat er heute die letzten 3 Tage nur noch 1 Kilo Fisch und 200 Gramm Spargel, sonst gar nichts. Kein Salz, wenig, also viel getrunken, kein Salz. 1200 weniger, Kalorien? Weniger kann man gar nicht machen. Also wahrscheinlich haben die meisten Bikini-Mädels mehr gegessen wie er die letzten Tage. Und ich sag mal so, wenn es um 500 Gramm zum Beispiel fehlt, dann geht man lieber eine Runde in die Sauna, wie dass man den dann noch, wenn er eh schon voll fertig ist, noch eine Runde im Block schickt oder aufs Ergometer. Ja. Ist so. Ja, wann geht es für euch dann wieder weiter? Du hast ja die nächste Profi-Wettkampf. Das ist eigentlich auch zusammen geplant. Also ja, es ist ja noch gar keine Pro-Karte. Aber ja noch es gibt in Griechenland zum Beispiel einen interessanten Wettkampf, wo ich dieses Jahr Profi geworden bin. Mhm. Und da gibt es ja auch die Amateur.
Meisterschaft quasi. Und da wäre es ja cool, wenn wir uns da zusammen vorbereiten und dann eben da zusammen starten, er die Profikarte sich holt und ich quasi meinen ersten Profi-Wettkampf mache. Und das wäre so der Plan, da können wir uns zusammen vorbereiten, können zusammen trainieren, können uns zusammen motivieren, einen Arsch aufreißen und dann wird es bestimmt auch gut. Also ich war so letzte Zeit verzweifelt, wo ich wieder starte. Ich habe die letzten zwei Jahre, 17, 18, ich war auf WM. Ich habe letztes Jahr, 2018, bin ich Vize-Weltmeister geworden und ich wusste nicht, wohin jetzt alles Nächste. Weil ich denke immer, okay, alles Nächste muss ein höher Wettkampf sein und du siehst heutzutage, das sind durch, dass die Bänder getrennt sind, das sind viele sinnlose Wettkämpfe auch und da will ich auch nicht Teilnehmer sein. Aber ich denke, so Griechenland hole ich mir eine Profikarte und irgendwann bei Elite Pro einsteigen, wird nicht verkehrt. Aber ich werde wahrscheinlich bei 95 Kilo sein, das sollte ab nächstes Jahr dabei sein, genau. Weil ich bin nie schwerer geworden. Ich war immer Männer 4, habe immer 96, 97 gewogen, aber mehr könnte ich nicht. Also eine offene Klasse zu starten ist auch sinnlos für mich, aber ich habe gehört, ab nächstes Jahr gibt es 95 Männerklasse beim Pro und da werde ich einsteigen. Die 2 Kilo dann noch runterdrückst, ja, das müssen, wisst die, ihr die ja müssen jetzt. Sowieso runter, die müssen sowieso runter. Das wisst ihr ja jetzt. Ja, also die anderen konnten wir ja zum Posing bitten, ihr seid ja Off-Season. Lieber nicht. Erstmal nichts zu machen. Also von daher würde ich sagen, wir haben genug gequatscht. Genau. Wir freuen uns morgen auf die internationale deutsche Meisterschaft in Bochum. Auf jeden Fall, wir uns auch richtig und wir wünschen allen Athleten natürlich viel Glück, die das heute noch anschauen, das Video. Hoffentlich schlafen alle gut und dann geht es morgen richtig rund. Jetzt haben wir noch Aufgabe mit Farbe machen, 5 Athleten. Ja. Ich glaube, ich mache noch 2 Stunden. Ja, bei uns geht's los jetzt. Genau. Hier wird es jetzt dunkel.